Das Patch 1.4 ist da und damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Heute ist der große Tag für Giants. Heute kommt Patch 1.4, welches das Spiel vorbereiten soll auf das Precision Farming, was dann kurz danach nachgeschoben worden ist. Da werden wir natürlich in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, werden wir eingehend dieses ganze Thema besprechen und natürlich auch ein Let's Play darauf starten, so damit wir dies 100% anwenden können und natürlich versuchen wollen, entsprechend die 100% oder die 100 Punkte an Bewertungsskala zu erreichen, Score zu erreichen, damit wir erfolgreich und nachhaltig wirtschaften können. Wir gehen durch die Änderungsliste durch und zwar fangen wir an natürlich mit dem Punkt 1. Behoben, dass der Server-Browser-Filter Allow Crossplay nicht gespeichert wurde. Seltenes Problem beim Beitritt zu passwortgeschützten Servern behoben. Fahrtrichtungssymbole bei verschiedenen Fahrzeugen korrigiert. Behoben, dass metrische Vorsätze gekippt wurden, nachdem die KI ihre Arbeit beendet hatte. Behoben, dass unbesessene Produktionspunkte ihre Inputs im Laufe der Zeit nicht verbrauchten. Wiederverwendung von Düngeeffekten bei kleineren Arbeitsbreiten behoben. Feste Vorderradnaben am Class Lexion 8900. Schlammeffekte auf Pomek Multi 4XL behoben. Fehlende Verbindungsschläuche zu John Deere 1775 NT hinzugefügt. Behoben, dass die KI zu arbeiten begann, während das Werkzeug auf dem Treffler TS 1520 nicht vollständig entfaltet war. Verbessertes Arbeiten auf ebenem Gelände mit dem Kirkling Vector. Verbesserte Achsfelgenausrichtung beim Steyr 8150. Verbessertes Fahrverhalten beim Böckmann Big Master Lizard Pickup 1986 Kombination bei vollbeladenem Anhänger. Verbesserter geringerer Abstand zum Boden bei Überladebrücken, um den Boden vorne mit schwerem Gewicht an der Heckhydraulik zu erreichen. Räder von John Deere XUV und Mahindra Retriever durch neue BKT-Reifen ersetzt. Verschiedene Lokalisierungsverbesserungen. Da gab es noch eine neue Funktion dazu, und zwar ist das hier Tourseite zum In-Game-Menü hinzugefügt, einschließlich der neuesten Anweisungen. Dann kamen natürlich auch noch einiges an Fahrzeugen oder Geräte hinzu. Und zwar fangen wir gleich mal an mit den Geräten, die hinzugekommen sind. Zum einen haben wir den Schalek MUL 1000. Dies ist ein Mulcher, kommt mit 140 Kilo Gewicht, braucht 12 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 1850 Euro. Das nächste Gerät, was hinzugekommen ist, ist ein kleiner Anhänger, ein kleiner Kipper mit einem Volumen von 1,6 Kubikmeter, wiegt 350 Kilo, maximales Zuladegewicht von 1,5 Tonnen und kostet 3500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Kapazität 1600 zu Ballenwagen und zurück zu Kapazität 1600. Dann kommen wir zu einem Tiefentlockerer. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 110 Kilo, braucht 10 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,2 Metern, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 650 Euro. Die Konfiguration hier kann der Ankopplungstyp geändert werden von groß zu klein und zurück zu groß. Dann beim Schalek TB100, das eine Scheibenecke ist. Dieser kommt mit einem Gewicht von 170 Kilogramm, braucht 12 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h. Der Preis 1800 Euro. Der Ankopplungstyp kann hier ebenfalls geändert werden, wie schon gesehen, zwischen groß und klein. Dann kriegen wir natürlich noch einen Pflug, wahrscheinlich der niedlichste Pflug in dem ganzen Spiel. Wiegt 172 Kilo, braucht 12 PS, hat eine Arbeitsbreite von 0,5 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis 1250 Euro. Auch hier kann der Ankopplungstyp geändert werden zwischen groß und klein. Das sind diese Anbaugeräte hier, also der kleine Kipper. Wir haben hier den Tiefenlockerer, die Scheibenecke und den kleinen Pflug. Hier natürlich alle im in Verwendung mit dem Super Tigre von dem Antonio Carraro Pack. Das sind genau diese Geräte, die wir für dieses Pack brauchen.
Und natürlich haben wir noch hinzubekommen den Class Xerion 5000 und 4500. Dieser kommt standardmäßig mit der Leistung von 480 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 930 Litern, 88 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht ist bei 16,4 Tonnen. Der Preis 409.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Klaas und Trelleborg. Das sieht sehr interessant aus hier mit diesen Reifen, mit diesen Bandlaufwerken. Dann gibt es das Design EU und US, das ist also hier auch umgesetzt worden. Dann haben wir Zusatzgewichte, die hinzugebaut werden können von 200 Kilo, 600 Kilo und 1000 Kilo, die werden hier oben aufgebaut. 1400, 1800, 12, 2200, 2600, 3000, 3400 Kilo können hinzugebaut werden. Dann der Ankopplungstyp, dann gibt es den Standard oder einmal 1800 Kilo Frontgewicht, einmal 1825, 2200, 2600, 3000, 3400 oder der 3-Punkt-Aufsatz vorne. Dann gibt es die Motorenausführung, den haben wir den Xerion 4500 mit 480 PS, an den Xerion 5000 mit 530 PS und zurück zum normalen. Dann jetzt neu mit zusammen mit dem Precision Farming kommt das Isaria Pro Compact, das kann hinzugebaut werden. Zum Preis von 14.950 Euro. Der Isaria BruConnect misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen. Während der Überfahrt mit diesem Sensor erhält man präzise Daten über den benötigten Stickstoff. Mit Hilfe dieser Daten ist eine genauere Düngung möglich, was letztendlich zu einem höheren Ertrag führt. Im Vergleich zum Isaria Proaktiv benötigt dieser Sensor Tageslicht, um zu arbeiten. Und dann haben wir noch ein kleines Teil hinzubekommen, und zwar ist das der Jungheinrich ETV 216i. Da kommt mit einer Leistung von 24 PS, wird stufenlos geschaltet, wird elektrisch geladen oder betrieben. 14 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 3,5 Tonnen und maximales Zuladegewicht ist 1,6 Tonnen. Der Preis 39.500 Euro. Das ist ja mal ein komisches und lustiges Gefährt. Das werden wir auch gleich austesten und ausprobieren. Das heißt, wir gehen mal dahin und steigen mal ein. Dann starten wir mal den Motor. Das heißt, ich gebe mal Gas. Das heißt, das, so geht das nach vorne. Hoch und runter. Und dann mit der rechten Maustaste kann die Breite der Zinken verändert werden. Wenderadius ist gleich 0, also der kann quasi an Ort und Stelle wenden. Also für die Kartoffelfabrik da ist es extrem praktisch, weil man tatsächlich hier an Ort und Stelle wenden kann. Das war es denn auch schon von diesem Changelog zu dem Patch 1.4, der heute herausgekommen ist. Und zwar um das Spiel vorzubereiten für das Precision Farming, was wir natürlich definitiv im Detail auch angucken werden, und zwar auch im Verlauf des heutigen Tages und natürlich auch im Verlauf der nächsten Wochen, weil das wird sehr, sehr eingehend und tief beleuchtet werden, und natürlich werden wir auch ein Let's Play starten, das entsprechend natürlich mit diesem Precision Farming inkludiert sein wird. Dann möchte ich mich fürs Erste bedanken für heute. Ich wünsche noch einen schönen Tag, viel Spaß mit dem neuen Patch, und ja, ich sage danke. Tschüss und hasta luego.